Hallo und herzlich willkommen, liebe Krebse, zu eurem Monatsreading für den Dezember 2023. Ja, ich begrüße euch hier aufs Herzlichste, auch alle, die hier neu auf meinem Kanal gelandet sind. Wie immer hier bei Löwenherz schauen wir auf eure Gedanken, auf eure reale Situation, womit müsst ihr euch auseinandersetzen und wohin das alles führt. Meistens geht es hier um die Liebe, aber bitte schaut, in welchem Lebensbereich, das für euch passt, weil das sind Energien. Ihr wisst selbst, wo es jetzt hakt, um was es jetzt geht in eurem Leben. Ihr müsst mit diesem Reading nicht resonieren, dann schaltet es weg, klickt es weiter. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo, oh, wenn ihr das nicht schon habt, oder über einen Kommentar. Genau. Mein Deck ist jetzt wieder neu da. Die erste Ladung habe ich verkauft. Ich habe jetzt nachbestellt. Und ihr könnt das bei mir über die Website bestellen, das Kartendeck. Würde ich jetzt tun, damit es noch vor Weihnachten ankommt, wenn ihr das zu Weihnachten braucht. Ich werde diese Woche meine neuen Decks hier erhalten. Genau, das war das. Das brauche ich euch nicht vorstellen. Das seht ihr gleich beim Liegen. Die Karten würde ich jetzt immer benutzen. Ja, astrologisch gesehen schreibe ich jetzt viel über meine Community. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mich gerne an. Und Beratung für eine astrologische Beratung biete ich euch ein kostenloses Vorgespräch an. Ihr könnt natürlich über meine Website buchen. Eine astrologische Beratung, also das Standardprogramm letztendlich. Aber wenn ihr was Spezielles habt, dann schreibt mich gerne an, dann können wir gerne darüber vorher kostenlos einmal telefonieren. Genau, Kartenlegung könnt ihr auch über meine Website buchen, das wisst ihr ja. Und jetzt geht's auch los hier. Für die Krebse im Dezember 2023, was ist in euren Gedanken? Was geht euch im Kopf herum? Da haben wir schon mal eine Personenkarte. Zwei Karten hätte ich dann noch für die Gedanken der Krebse. Was kommt langsam in euer Bewusstsein? Womit beschäftigt ihr euch? Da haben wir die Fische. Und den Ring. Es kann ein wenig weiter rüber, so. Und womit setzt ihr euch denn tatsächlich auseinander? Womit möchtet ihr euch auseinandersetzen? Als Hauptthema die Lilien. Kann hier ein familiäres Thema sein, ja? Aber das schauen wir gleich weiter. Da haben wir das Kind. Das kann hier, so kommt mir das gleich so rein, ja? Das Kind steht ja, hat ja mehrere Bedeutungen. Es kann auch ganz klassisch für ein Kind stehen. Das ist hier Trouble, dass ihr hier Stress mit einem Kind habt. Aber das schauen wir gleich weiter. Wie geht's weiter hier für euch? Ist die Kamera doch ein wenig zu weit weg? Der Turm. Die Störche. Und was? Will, dass ihr ja auch alles gut seht, ne? Kläre ich ja gleich mit Tarotkarten auch. Brauchen wir den Platz. So, und da haben wir die Wege. In eurem Kopf, da geht es um eine Person. Lasst euch nicht davon abschrecken, weiblich oder männlich, das ist eine Person mit weiblicher Energie, zu der ihr eine wirkliche Seelenverbindung habt. Ihr fühlt euch diesem Menschen seelisch sehr verbunden. Mit Seelenpartner bin ich immer ein bisschen vorsichtig, irgendwie sind wir alles. Es ist ja irgendwie alles unser Seelenpartner, mit dem man sich seelisch verbunden fühlt. Letztendlich geht es hier um eine Person, wo ihr diese Verbundenheit spürt. Das habt ihr in eurem Gedanken.
Und als Thema haben wir hier die Lilien. Ja, es kann darum gehen, dass wir hier endlich wieder Harmonie haben möchtet, seitens mit einem Kind, seitens mit einer Familie, weil hier die Eulen können auch für Großeltern stehen, ja, dass es hier familiären Trouble gibt mit Großeltern, mit Kind, mit Kegel, generell mit der Familie und das passt euch hier jetzt gar nicht im Kram, weil im Kopf habt ihr ganz jemand anderen. So sehe ich das. Es kann hier auch gut gehen, dass ihr einen Neuanfang mit einer bestimmten Person macht und aufgrund dessen gibt es in der Familie Probleme, in der ihr euch noch befindet. Und jetzt legen wir da mal gleich Tarotkarten drauf. Da haben wir zwei der Kelche. Die Versöhnungsenergie. Und die Königin der Schwerter. Euch ist hier was klar geworden. Euch ist hier was klar geworden. Es kann hier auch gut sein, meine lieben Krebse, dass ihr mit dieser Person hier Trouble habt, ja. Bezüglich eines Neubeginns, ja. Und dass ihr jetzt merkt, oder ihr möchtet euch mit diesen Menschen hier versöhnen. Ihr seid hier innerlich einfach klarer geworden mit der Königin der Schwerter. Das ist eure Wahrheit, eure Klarheit, die noch nicht ausgesprochen ist, weil es eine Königin ist. Das geht in eurem Inneren vor. Das müssen nicht zwei Parteien sein. Wie mir das jetzt scheint, geht es hier um diese Person, mit der ihr euch hier versöhnen möchtet, weil euch hier was klar geworden ist. Ihr sehnt euch nach Harmonie, ihr sehnt euch nach Frieden, ihr möchtet hier nicht im Streit mit dieser Person sein. So, da haben wir einmal den Mond, einmal neun der Stäbe. Neun der Stäbe ist so, ihr möchtet euch hier auch kein X vom, wie heißt das, kein X vom U vormachen lassen. Also ihr wolltet euch hier nichts vormachen lassen, ja. Ist so ein bisschen die sture Haltung, ist auch so ein bisschen, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren. Neun der Stäbe, ihr seht hier diesen Krieger, der ist verletzt, der steht da und geht auch nicht weg. Hat so einige Schlacht schon geschlagen, so einige Auseinandersetzungen gab es hier, das kann ich hier sehen. Einige Auseinandersetzungen, die ich auch emotional getroffen habe, die nicht geklärt worden sind. Euch ist hier diesbezüglich was klar geworden. Diese Karte ist hier. Neun der Stäbe, lasst mich da mal kurz ein bisschen channeln hier. Das ist so, jeder pocht hier so auf sein Recht, ja. Also bringt einen letztendlich überhaupt nicht weiter, ja. Ihr wollt das nicht mehr. Ihr seid euch hier über irgendwas klar geworden. Ihr möchtet euch mit diesen Menschen hier versöhnen. Es geht aber nicht darum, dass ihr euren Standpunkt hier aufgibt. Das tut man mit dieser Karte nicht. Man hat seinen Standpunkt, ne? Aber manchmal muss man halt sagen, okay, du siehst es so, ich sehe es so, ist alles gut. Wir können ja trotzdem aufeinander zugehen, obwohl wir da anderer Meinung sind, andere Standpunkte haben. Und jetzt nehmen wir mal eine Karte auf eure gedankliche Ebene aus dem Tarot hier. Komma, war falsch rum. Ein fünfter Kelche, ja, hier bedauert man was, ja. So ein bisschen die Selbstmitleidskarte auch, ne? Man sucht sich so ein bisschen im Selbstmitleid, weil diese Karte führt ja auch zu nichts, ja. Du kannst hier noch 100.000 Jahre auf diese drei Kelche starren,
die stehen nicht mehr auf, aber wenn du dich umdrehst, stehen da noch zwei. Also du, und das sind diese hier letztendlich. Ihr wollt hier wieder neu aufbauen mit dieser Person. Und ich glaube, ihr wollt sagen, okay, das ist passiert. Wir können es nicht ändern und wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber wir können ja trotzdem mit dem, was wir haben, weitermachen, ne? Der Wagen. Also du gehst mit großen Schritten auf jemanden zu oder jemand kommt mit großen Schritten auf dich zu. Das musst du dir so hindrehen, ne? Du kennst deine Situation, wie weit du bereit bist, auf jemanden zuzugehen. Wenn du es nicht bist, ist es der andere, der hier sagt, ey, komm, dieses Geschmolle, was soll's, ne? Wir haben hier was nicht ausgesprochen, das schwebt so, ist der Deckel draufgepackt und beide gehen eigene Wege und es hilft hier niemanden, es fühlt sich keiner wohl. Man will hier Klarheit schaffen, auf jeden Fall, und kommt mit großen Schritten aufeinander zu, du oder dein Gegenüber. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber weiter weg wohnt. Hier nimmt jemand die Zügel in die Hand, das ist eure Energie auch, der Wagen ist Krebskarte auch. Noch nicht mal so, um sich auszusprechen, sondern um hier was klarzustellen, ja. Also, na, also man will, glaube ich, nicht großartig diskutieren. Man möchte einfach, dass es weitergeht. Man möchte sich versöhnen. Eine Karte noch auf die Neun der Stäbe und auf den Mond. Da haben wir Ass der Münzen. Ach, das ist immer für einen Neubeginn. Noch eine Karte hier. Und Page der Münzen. Jo, hier macht jemand ein Angebot. Man fängt hier von vorne letztendlich an und man möchte hier, dass das auch Bestand alles hat. Und zwar möchte man, das ist das Ziel hier, ne? Dass es langfristig Bestand hat, weil man diese Verbindung zu dir doch schon als Geschenk sieht oder du siehst es auch als Geschenk mit dieser Person, was man nicht so einfach bezüglich eines Streites, einer Auseinandersetzung hier aufs Spiel setzt, ja. Hier kommt jemand auf jemanden zu und weil man diese Verbindung als wahnsinnig wichtig ansieht, ne? Ass der Münzen, das ist das Geschenk der Geschenke sozusagen, was Bestand hat auch. Das beruht nicht nur auf Emotionen, auf Leidenschaft, sondern wirklich auf, man ist hier der Meinung, yes, ne? Das hält. Das ist wirklich, was in meinem Leben ja Bestand hat, ein großes Geschenk ist. Ein großes Geschenk. Wir schauen weiter hier mit dem Störchen und dem Turm und den Wiegen, ja. Ja, eine Entscheidung steht hier an. Eine Entscheidung, entweder geht es um eine positive Veränderung, langfristig immer, oder man trennt sich halt. Also diese Entscheidung steht hier an, ne? Ob das beim anderen dann auch so ankommt. Ne? Die Frage ist, kommt es bei dir so an oder sagst du, nö? Ich verharre hier in den Neun der Stäben, ich verharre da und habe meinen Standpunkt und bin auch nicht bereit, irgendeinen Kompromiss zu machen oder dein Gegenüber sagt, nee. Ja, es ist so ein bisschen hopp oder top und da legen wir jetzt auch nochmal. Karten drauf. Da haben wir den Teufel und die Sechs der Münzen. Die kleine Gerechtigkeit. Der Teufel steht ja auch für Abhängigkeiten, Süchte, toxisches, ungesundes Verhalten hier. Das ist letztendlich die Bedingung, damit es in eine positive Richtung geht hier, dass einer von euch oder ihr beide ein Verhalten an den Tag gelegt habt, was halt nicht dienlich ist, sonst wäre es ja gar nicht zu dieser Situation gekommen. Das muss jetzt erstmal auch bereinigt werden. Das ist aber nur eine kleine
die kleine Gerechtigkeit hier ist, ist das auch nicht so monumental, sage ich. Das kriegt man hier hin. Es sieht hier nach so ein bisschen Sturheitsstreit aus, was jetzt nicht so grundsätzlich ist, dass zwei Menschen so ganz grundsätzlich hier immer anderer Meinung sind, ja. Nur, ich glaube hier, ich lege jetzt auch noch mal kleine Tarotkarten hier drauf, dass es mehr um dieses Verhalten hier auch geht, ne? Dieses, vielleicht auch dieses Misstrauen, ne? Dass man irgendwie nicht vernünftig kommuniziert, einen vernünftigen Kompromiss findet, sondern dann einfach so stehen bleibt und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass dieses Verhalten hier sich ändert. Eine Karte auch dem Teufel und auch die 6 der Münzen. Haben wir wieder den Mond. Ja, hier ist es so, die Kraftkarte, es wird gelingen. Also die Kraftkarte ist Löwekarte und du siehst hier dieses Unendlichkeitszeichen. Das heißt, man ist hier immer an dieser Quelle verbunden, ne? Auf dieser unerschöpflichen Quelle holt man sich diese Kraft, alles in richtige Bahn zu lenken, ja. Das versiegt nicht, diese Quelle. Und deswegen sage ich, es wird hier gelingen. Der Mond auf dem Teufel. Vielleicht ist das dir oder dein Gegenüber gar nicht klar, dass dieses Verhalten ganz ungesund ist, ja. Das muss hier so ein bisschen offengelegt werden von dir oder von deinem Gegenüber, dass man einfach sagt, so funktioniert eine Beziehung nicht, ne? Man kann nicht einfach sagen, wenn man anderer Meinung ist, nö, ich höre mir das nicht an und jetzt ist Schluss, sondern dass man sich hier auseinandersetzt. Vielleicht hat jemand hier ein Problem, ja, sich auch konstruktiv auseinanderzusetzen, Kompromisse zu machen, ja, so ein bisschen beziehungsunreif hier ist, ja. Das muss hier offengelegt werden. Wir haben es hier auch auf der Entscheidung. Mir kommt es auch so rein, als ob hier einer vielleicht wahnsinnig eifersüchtig ist, ja. Der Teufel ist eben siehst du, die sind hier an Ketten, also nicht, man vertraut einander nicht, ne? Das Vertrauen hier hergestellt wird oder dass das Vertrauen, dass es eine Grundlage ist, eine Beziehung zu führen, dass man den anderen vertraut und nicht hier zwanghaft vielleicht kontrolliert. Vielleicht geht's hier, darum, ne? Ich sehe eben nicht, dass das so unterschiedlich ist. Ich sehe nur, dass jemand so ein bisschen stur ist und vielleicht in so einer komischen Energie ist, dass man nicht vertraut. Das kommt mir hier so raus. Aber wir schauen ja gleich im Fortsetzungsfeeling auf dein Gegenüber, was der für einen Standpunkt hat. Und jetzt eine Amos-Botschaft. Göttliche Fügung haben wir hier. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ich meine, das hat hier eine Chance. Das wird man schaffen. Man muss hier was klarstellen. Ja? Ich glaube, noch nicht mal so viel diskutieren, einfach mal klarstellen, auch mit den Königen der Schwerter. Das ist ja dieses, was meine innere Wahrheit und Klarheit, die muss ich jetzt mal aussprechen. Ne? Hier dieses Mond, diese Geheimnisse, man muss offen, ehrlich sein und drüber reden, nicht diskutieren, sondern einfach sagen, wie man das empfindet, wie es ist. Entweder geht es in diese Richtung, wir trennen uns, oder in die Richtung, wir haben wirklich eine tolle, tolle Perspektive hier, ne? Weil wir haben ja hier nun mal das Ass der Münzen. Also eine von euch sieht diese Beziehung als wirklich als Geschenk an. Nur ein anderer, der ist hier etwas in einer Mangelenergie, in einer ungesunden Energie, sagen wir es mal so.
Jo, wir legen gleich im Fortsatz-Reading noch eine Sternzeichenkarte, ein Sternzeichenwürfel, sorry, eine Zeitkarte natürlich, das wollte ich sagen. Und dann schauen wir uns mal die Perspektive des Gegenübers an, wie der diese Dinge sieht. Und das verlinke ich euch hier unter. Und wer eine Beratung von mir möchte, das erklärte ich euch ja schon zum Anfang, der schreibt mich an oder geht auf meine Webseite. Ja. Und fürs Kartendeck gilt ja das Gleiche, wer das gern haben möchte. Ich wünsche euch einen tollen Dezember. Macht's gut, euer Löwenherz.